Schönen guten Tag, auch in dieser Woche wieder hier aus Darmstadt. Ich hoffe, es geht Ihnen allen gut, die Sie hier zusehen. Dieses Video dürfte eigentlich nicht in der Form gedreht werden, wie wir es eigentlich immer drehen um diese Zeit der Woche, weil auch wir, nämlich mittlerweile fast alle vereinzelt, arbeiten im Homeoffice, wie es heißt, um das gesundheitliche Risiko für uns und unsere Kolleginnen und Kollegen, soweit es geht, zu minimieren. Gleichzeitig versuchen wir natürlich trotzdem für Sie, liebe User, liebe Jeser, jeden Tag trotzdem verlässliche und wichtige Informationen digital und auf Papier weiterhin anbieten zu können. Und das ist auch der Grund, warum wir dieses Video jetzt trotzdem drehen, weil ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir uns in Zeiten wie diesen als Verlag und als Redaktion auch mal in eigener Sache erklären. Aber bevor ich dazu komme, sage ich hier nochmal das, was ich letzte Woche schon einmal gesagt habe und was mir, wo wir jetzt eine Woche weiter sind und eine ganze Menge haben dazulernen müssen, ich auch, einfach ein Anliegen ist, dass ich es nochmal formuliere. Wir sollten alle miteinander Danke sagen und ich tue das und wir sollten alle miteinander unsere imaginären Hüte ziehen vor denjenigen, die im Moment an vielen Stellen dafür sorgen, dass unser Leben weitergeht und dass wir so gut es geht in Zeiten wie diesen auch geschützt sind. Wir sollten Danke sagen den Ärzten, dem Pflegepersonal, den Ämtern, der Polizei, Rettungskräften, aber auch den Belegschaften der Supermärkten und Apotheke, den Straßenbahnfahrern, den Busfahrern, der Müllabfuhr, dem Klärwerk, der Energieversorgung und. Alle, die dort arbeiten, arbeiten weiter auf die eine oder andere Weise für uns, für Normalität, damit das auch weiterhin gewährleistet ist. Bitte entschuldigen Sie, wenn ich hier nicht alle Berufsgruppen aufzähle. Ich lasse niemanden bewusst aus, aber Sie wissen, worum es mir hier geht. Fühlen Sie sich ausdrücklich bedankt. Und jetzt kommen wir tatsächlich, wie angedeutet, zu uns Journalisten. Auch für uns sind das keine normalen Zeiten. Wir sitzen, wie gesagt, verteilt an allen möglichen Stellen, zu Hause oder in einzelnen kleineren Redaktionen, arbeiten aus allen Himmelsrichtungen hier nach Darmstadt zu, oder in die Zentrale nach Mainz, in Produkte, die soweit es geht dem Standard entsprechen, den Sie kennen und die wichtig sind. Sie sind wichtig, weil Sie qualifizierte, eingeordnete, verlässliche Informationen bieten. Auch das ist ohne uns und unsere Arbeit überhöhen zu wollen in Zeiten wie diesen wichtiger denn je. Und auch das ist Teil der Botschaft, die wir hier und heute absenden wollen und auch müssen, weil es da Missverständnisse gibt. Das will alles auch irgendwie finanziert sein. Sie kennen die Diskussion, manche unserer Artikel, auch diejenigen zu Corona, stehen hinter einer Bezahlschranke im Netz oder in der Zeitung, die sowieso Geld kostet und dafür werden wir kritisiert oder zumindest hinterfragt. Dafür wollt ihr jetzt auch noch Geld? Was soll das? Wollt ihr euch auch noch an der Krise bereichern? Und das ist nur das Höflichste, was so kommt. Ja, unsere Arbeit soll und muss Geld kosten. Es kostet schließlich Geld, die für Sie wichtigen Informationen zu recherchieren und unter die Leute zu bringen. Regionale Medienhäuser wie unseres sind, daran darf jetzt mal erinnert sein, die einzigen Institutionen in Deutschland, die auf privatwirtschaftlicher Basis dafür sorgen, dass es diese für Sie wichtigen Informationen weiterhin gibt und geben wird. Und privatwirtschaftlich heißt, dass tatsächlich auch weiterhin Gehälter bezahlt sein wollen, dass die Mieten für Server oder für Büroräume beglichen sein wollen, dass Speditionen, über 1000 freie Mitarbeiter und viele, viele andere, mit denen wir Kundenbeziehungen haben, auch weiterhin von uns pünktlich ihre Forderungen beglichen bekommen. Man könnte noch sehr viel mehr Beispiele aufführen, aber ich denke mal, es ist klar, worum es geht. Aus allen diesen Gründen, nicht nur wegen der Redaktion, aber wegen uns eben auch, kostet unsere Arbeit Geld. Und deswegen appelliere ich an alle Kritiker und Schnellchecker jetzt mal ganz genau hinzusehen, bevor sie schon wieder wütend posten und mal nachdenken. Was gibt es denn bei uns? Erstens, nicht alle Informationen sind kostenpflichtig. Manches ist gratis, weil wir hier trotz allem verantwortungsverhandeln. Sind trotz aller Kosten, die wir irgendwie erwirtschaften müssen, bestimmte sehr wichtige Informationen weiterhin frei zugänglich und wir sind im Digitalzeitalter, das übrigens fast immer in Echtzeit. Das ist unser Beitrag zur Bewältigung der Corona-Krise, den wir ganz bewusst erbringen und einbringen wollen und darauf darf hier auch mal verwiesen sein. So, was kostet Geld? Als Digitalkunde ist man entweder schon für 9,90 € im Monat dabei oder jeder, der ein Zeitungsabo hat, ist nach einem simplen Login digital sowieso komplett versorgt mit allem, was wir jenseits der Zeitung noch anbieten. Das darf man jetzt alles mal sacken lassen. 9,90 € pro Monat. Das sind anderthalb Schachteln Zigaretten pro Monat.
Wer dieses Geld nicht aufbringt für Informationen, die tatsächlich echt wichtig sind, weil sie wahrhaftig recherchiert sind, weil sie lokal und regional in einer verlässlichen Tiefe und Frequenz nur bei einem regionalen Medienhaus wie unserem geben kann. Wer diese 9,90 Euro im Monat nicht aufbringen will, der setzt nach meiner Meinung in seinem Leben echt die falschen Prioritäten. Das kann natürlich jeder trotzdem machen. Es ist ein freies Land, in dem jeder Prioritäten setzen kann, wie er oder sie will. Aber diese Freiheit birgt manchmal auch das Risiko, sich tatsächlich falsch zu entscheiden. Es gibt kein Menschenrecht auf unbegrenzte Gratisinformationen. Wir tun, was wir können, dazu habe ich ja schon was gesagt, aber am Ende des Tages sind wir diesen moderaten Preis tatsächlich wert. Die Menschen geben gerade gefühlt halbe Monatsgehälter für Nudeln oder Klopapier aus. Ja, aber 9,90 Euro sollen dann am Ende des Tages nicht mehr drin sein. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich wüsste, wie ich mich erst recht in Zeiten wie diesen da entscheide, bevor ich schlecht informiert jedem Gerücht hinterherhetze, dass irgendein anderer schlecht informierter oder sogar vorsätzlich falsch informierender irgendwie irgendwo postet. Ich wüsste, wie ich mich da entscheide. Also, bitte einmal in Ruhe nachdenken über das, was wir hier tun und was wir hier anbieten. Das Allerwichtigste ist auch bei uns gratis. Der Rest ist seinen Preis doppelt und dreifach wert. Und ansonsten ganz allgemein auch nochmal von dieser Stelle der Appell, bleiben Sie ruhig, bleiben Sie überlegt, geben Sie Acht auf sich, bleiben Sie gesund. Das ist das Allerwichtigste in Zeiten wie diesen. Wir bleiben an unserer Arbeit dran und arbeiten weiter an den Informationen, die für Sie wichtig sind.